heißt Entwicklung 1 zur Farms zur Optimierung der Selbstherstellung von Platinen. Und es geht darum, um die Platinenherstellung mit der photopositiven Methode, bei der durch Belichtung und Entwicklung und Ätzen ein Leiterbild auf eine Platine übertragen wird. Und ich habe in meinem Projekt untersucht, mit welchen Methoden man die besten Ergebnisse bekommt und welche Ursachen auftretende Probleme haben könnten. Und dazu habe ich ein Verfahren verwendet, das sich an dem orientiert, was in der Industrie verwendet. Ich habe einige Fehler untersucht, die auftreten können und die dann in Tabellen festgehalten und Diagrammen. Und durch deren Auswertung und Interpretation habe ich dann versucht, die Fehler und Sachen zu finden.